Willkommen zurück. Schön, dass ihr bei 7 Days wieder mit dabei seid. So, ich werde jetzt einmal kurz, wir müssen gleich noch ausräumen, schnell zum Händler laufen. Ich möchte jetzt gehen, der Abwechslungshalber, nochmal schöne Quests machen. Jetzt nichts Großes, weil ich hier auch gerne weitermachen möchte. Und wir auch noch Muni und so ansetzen müssen. Das Problem ist, wenn ich jetzt keine Quests annehme, kriegen wir gleich keine mehr. Die Nacht nähert sich. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Oh, aber das kriegen wir schon alles hin. Dann holen wir uns jetzt mal schnell. Wir machen, glaube ich, den mal eine Dreier. Das, ja, das haut hin. Wie gesagt, ich will jetzt nicht folgenlang Quests machen. Nur mal eine zur Abwechslung zwischendurch. Ich glaube, da haut eine Dreier ganz gut hin. Was haben wir denn hier so schönes? Nachtquests haben wir nicht dazwischen? Oh, gut, schon gut. Farm 05, ja, wir haben schon so viele Farmen gehabt. Hast du nicht mal was anderes, mein Freund? So, das wäre Haus Bungalow 11. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich gucke sie einmal alle durch. Schaden kannst du, wenn es nicht. Downtown Filler 22. Yo, ich weiß. Den hatten wir aber auch schon ein paar Mal. Downtown Filler 24. Okay. Und das wäre Haus Bungalow 11 mal wieder. Okay. Wir nehmen den 24. Der weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, was es ist. Den da. Sehr schön. So, wir gehen jetzt aber nicht gleich sofort los. Gleich. Der port uns hier ja gleich raus. Sehr gut. Sondern ich muss schon erstmal Inventor leer kriegen. Da können wir ordentlich mal den da unten reinlegen. Einmal kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. So, die machen wir noch einmal zu Blöcken. Warte mal, das machen wir mal kurz da. Und wir müssen auch Inventar so leer kriegen. So, unser Haus ist so gut wie fertig. Das Dach fehlt noch. Und eine Kleinigkeit muss ich noch im Schlafzimmer machen. Das machen wir den halt, wenn wir hier weitermachen. Ich habe die Gardinen vergessen. Die Gardinen, die müssen natürlich hin. Ein Schlafzimmer ohne Gardinen geht gar nicht. Wer will denn da ganze Zeug, dass die Nachbarn zugucken? Ne, das ist wohl... Nee. Das muss keiner haben. Das kommt nach unten. Die kann hier noch rein. Das kommt nach unten. Das auch. Wo kommt die denn her? So, die machen wir einmal zu Blöcken hier. So, denke. Sonst noch irgendwas, was hier rein muss? Ja. Warte. Der. So, den auch mal hier rüber. Hier kommen die leeren Gläser rein. Das trübe Wasser kommt hier rein. Ich nehme auch einmal was Neues zu trinken mit. Damit wir ein bisschen was haben. Essen haben wir noch genug. So. Sehr schön. Inzwischen werden ja wohl hoffentlich auch. Haben wir noch was für hier? Ja. Die Bleischmieden fertig sein, sodass ich das Glas da reinkriege. Beton rein. Flosterstein kommt wieder rein. Haben wir gar nicht gebraucht, nee. So, Farbe kommt gleich nach unten. Aber die Magnum-Muni. Wie sieht unsere Muni aus? Das reicht. Die gute 44er, die kommt hier mit drin. Sehr schön. Sehr schön. Nee, ist nicht. Ist gut. Alles noch nichts eingeschmolzen hier. Nee. Das ist doof. Das ist sehr doof. Dem könnte ich übrigens nochmal Holz nachlegen. Dem geht, glaube ich, das Holz aus hier. So, dem auch. Ja. Ich glaube, der hat noch genug her. Ja. Gut, dann machen wir es anders. Lehm ist ja eh voll. Dann kann er hier das Gloss mit einschmelzen. Den passt dann schon. So, wir nehmen die Geschossspitzen, die hier drin liegen, mal mit. Hier genauso. Dann setzen wir gleich mit nochmal Muni an, bevor wir losgehen. Hol die Brauchen, wie die brauchen. Wenn wir sonst noch irgendwas einstecken. Ne. Nur die Farbe. Die kommt hier hin. Die gute Farbe Rinder. Sehr schön. Den packen wir gleich nach oben, aber da müssen wir eh hin. Wir brauchen hier Schießpulver, Patronenhülsen und Geschossschmieze. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sollte reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Und die Geschossspitzen, wie viel wir nicht einstecken? 2, 4, 5. Gut, dann kommt der mal rein. 6. Ja.
Dann hauen wir uns mir nochmal eine riese Muni in die Werkbank. So, dann machen wir aber die schönen 9mm Pakete. Das sind die da. Die stapeln immer bis 10, ne? Dann brauchst du die nicht drin, du. Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir hier 30. Und da nochmal 30. Oder 45. So, sollen wir auch recht sein. Wunderbar. Den kommt nochmal ein Schwung Muni dazu. Hier, Lehmkörner drin. Wir machen jetzt gemütlich. Drohnen, die sollten wir mitnehmen. Fällt mir gerade mal ein. Die Quest. Muss auch mal sein. Alles klar. Händler hat inzwischen zu. Drohne ist irgendwo hier draußen, ne? Irgendwo hatte ich Drohne hingestellt. Irgendwo da. Da. Drohne leer. Oh, Essen ist drin. Das kann mit. I'll get it done. Danke. So, den Airdrop, den ignorieren wir mal ganz gepflegt, weil da ist eh nur TNF drin. Also seitdem, ich glaube seit der 20.5 oder so, ist das, glaube ich, gibt es nichts Brauchbares mehr da. Leider, leider. Sehr schön. Gemütlich in der Nacht. Ein kleines Schwestchen. Schaden kann es nicht. Das Problem ist, durch den Regen ist es jetzt gerade besonders dunkel. Aber mal gucken. Das kriegen wir doch wohin, oder? Wer gelocht, wen nicht, Mensch. Nur eine Treuerquest. Muss man es gerade ein bisschen langsamer fahren, ich sehe nicht viel. Ist das Dossier? Muss erstmal irgendwie überhaupt in die City kommen. Komm. Hier ist es, hier ist es. Okay. Sehr schön, sehr schön. Mit dem im Boden drin, alles klar. Gut. Dort ist das Gebäude, was irgendwie nie so ganz fertig gemacht wurde, ne? Ich glaube nicht, dass hier der Eingang war. Bin mir da gerade nicht so sicher. Wir gucken einmal hier. Wir werden wohl in den Laden und Kleiderladen da rein müssen. So, moin Jungs. Jungs, Mädels. Ach, guck mal. Das grüne Pferdherrchen. Du machst einen Abflug. Und du, Lady, bleibst liegen. Genauso lüftet der App. Ich weiß zwar nicht, was wir hier aufgeweckt haben. Wir schauen mal, wie die halbe Nachbarschaft. Ist nicht schlimm, wir brauchen Stoff. Das werden wir jetzt hier mal alles mitnehmen. Sehr schön. Plastik könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, ausnahmsweise. Weil wir doch schon... Da kommt Leder raus. Zumindest hatte ich eben einmal Leder. Weil wir doch schon ein bisschen was verbraucht haben, ne? Die sowieso zum Verkaufen. Sehr schön. Die ist wohl leer. Den gucken wir hier nochmal drin. Ich kann mir zerschreddern. Na, komm, Besuch. Gut. Der Soundtrack ist mittlerweile überall. Und wir sind weit genug von unseren Selbstschussanlagen weg. Das Spiel ist einfach nur komplett überfordert. So, Moment. Ich höre Besuch kommen. Ich weiß nicht, wo der Besuch rumbrügelt, aber der Besuch besucht uns gleich bestimmt von hinten. Guter Qualitätsstuhl? Noch ein Qualitätsstuhl? Lady! Warte, Gefängnisbesuch doch an, wie es Mensch! Nee, immer diese stürmigen Nachbarn hier, du. Ganz gut schlimm. Oh, Stoff. Sehr schön. So, den können wir gleich mampfen. Wir haben eh Hunger. Den können wir gleich trinken. Dann haben wir das Problem erstmal wieder behoben. Sehr schön, sehr schön. So, da ist noch ein schönes Döschen. Da ebenfalls. Noch einer drin. Ah, doch. Die gute Fleischi. Hallo, meine Herr. Hallo. So, die halbe Dichte lenken wir mal. Papier lassen wir hier. Halbe Nachbarschaft ist uns auch auf den Fersen.
Wo prügeln die sich gerade rein? Eigentlich müssen wir auch Cobblestone mitnehmen. Wir haben jede Menge Verbrauch. Ey. Immer mit der Ruhe hier. So, und hier haben wir das Problem, das Tor geht mich nur von drinnen auf, ne? Das ist hier immer so ein bisschen konfus, boah, der Biss hier, du. Ne, haben sie es geändert? Es aussieht, haben sie es geändert. Alles klar. Sehr schön. Bier muss mit, auf jeden Fall. Gut, hier sind die Nachbarn auch wach. Ja. Yep. Hallo, der Herr. Wasser schon wieder? Das Gebäude hier ist einfach nur furchtbar. Sind die Kühlschränke? So, ich weiß aber auch nicht, wo die Herrschaften sich hier gerade reinprügeln, aber irgendwo werden sie schon sein. So, das nehmen wir mit. Den nehmen wir jetzt auch ausnahmsweise einmal. Warte mal. Ausnehmender, wohl. Wegen Plastik und so. Wo? Wo? Irgendwo prügeln die Herrschaften sich jeweils durch. Egal, egal. Aber schon dich hier. So. Sehr schön. Wenn ich muss wüsste, wo die Herrschaften sind, ne? Hier so ein kleines Board. Das nehmen wir mit. Ja, gut. Nehmen wir die Rohre ausnahmsweise mal, weil wir ein paar verbraucht haben, im ganzen Stück mit. Sehr schön, sehr schön. Mensch, nicht so stürmisch, Lady. Nicht so stürmisch. Ich hänge hier fest. Warte, bis du dran bist, Mensch. Was ist denn das für ein Verhalten hier? Wir haben es immer so eilig, ne? Ganz, ganz schlimm. Okay, jetzt sind wir hier in dem Gebäude. Alles klar? So, die Horbin für alle geludet. Hier ist noch was. Das kannst gleich trinken. Das gekochte Wasser verschwindet ja auch bald, ne? Oder zumindest irgendwas wird da geändert. Ich habe es nur halb durchgelesen. Dass weniger rauskommt beim Kochen. Irgendwie so weit. So, drückt ihr alles rein, meine Freunde. Drückt ihr alles rein. Die Blase wird dir danken. Master, so. We are not alone. Ja, oh, ich weiß. Die knüppeln sich durch Flatulenzenbrot. Gleich essen. Wo sind sie? Ich helfe euch mal. Ist hier wenigstens Ruhe im Gelände. Hallo. So geht das hier nicht. Mama, hier, komm mal rüber, Mensch. So, noch mehr, ne? Okay, warte mal, ich muss hier mal raus. Das nützt alles nichts. So, wo sind die Herrschaften? Oh yeah. Wo knüppelt ihr hier rum? Zeigt euch. Hab euch genau gehört. Oh yeah. Wenn ihr doof oder was, zeugt euch. Sieht an, als wenn sie hier rumprügeln. Was mal eh denn da? Lass mal eine Qualitätstreppe heile. Guck mal, noch mehr. Nee, nee, nee. So, wir looten jetzt erstmal hier. Spinni, ich höre dich, sehe dich aber nicht. So, leeres Glas. Kaffee. Haben wir auch verbraucht. Da sind sie. Warte mal. Hallo, Jungs. Oh, zusammen. Aua, mit dem Officer. Wo kommst du denn her, Mensch? Ich bin mit dem Officer beschäftigt. Abflug. Du auch. Schlimm hier. Komischerweise sind die Geräusche der Zombies immer noch völlig in Ordnung, ne? Ah, jetzt trinke ich erstmal nichts. Dort nehmen wir mit. Jojo, hier noch irgendwas. Jo. Ein guten Knurren.
Das nehmen wir mit. Wir haben hier Droni, falls wir voll sind. So ist es nicht. Gut, gut. Den nehmen wir mit. Der geht nicht. Wir müssen sowieso hier hoch. Dafür kommen wir dran vorbei. Echt, du, diese Banausen, du. So, hier ist bestimmt auch noch jemand, oder? Jo, hallo, der Herr. Das Vehikel will es natürlich mal wieder ganz besonders oft. Jut, jut, den nehmen wir mal. Den zerlegen wir auch mal. Stuhl lassen wir jetzt den. Wir brauchen nur einen. Den haben wir. Loi. Alles klar. Das nehmen wir so mit. Knochen haben wir eh schon einstecken. Kohle. Kohle ist immer gut. Der Kaffeepulver jetzt nicht. Aber was habe ich denn hier für Schrott drin? Weg damit. Wir haben eh Hunger. Hau dir das Schimmsüppchen rein, mein Freund. Auf alte Zeiten, du. Dem hol dich. Noch so ein Düschen. Sehr schön, sehr schön. Du kommst mit, du nicht. Hier sind doch bestimmt noch welche, oder? Incoming enemies, prepare for conflict. Na? Die Mutti. Eine Mutti ohne Kopf ist doch die gute Mutti. Ob hier kannst du behalten. Hier nimm mal Stoff mit. Das ist sauber. Naja, aber ich kann da echt nichts gegen machen. Das ist das Problem. Das Spiel ist einfach nur hemmungslos überfordert mit dem, was wir hier hingezimmert haben. Haben wir schon? Haben wir schon? Papier brauchen wir auch nicht. Da, den hätten wir auch. So, Quiz wäre fertig. Sehr schön. Natürlich looten wir hier trotzdem durch, ne? Dafür kommen wir dran vorbei. Hier ist okay, ne? Bücherregale sind auch alle leer. Papier kannst du behalten. Den kannst du auch behalten. Das kannst du auch alles behalten hier. Das brauchen wir nicht. Kannst du Beute nicht looten? Das nehmen wir mit. Sehr schön. Moin. Tschüss. Jo, das sind die guten Geierchen. Warten wir erstmal auf die Herrschaften, auf die Zombie-Brigade. Eingeschlafen oder was? I've got a bad feeling about this. Du komm her, bitte. So, Ei ist immer gut. Ei muss mit. Ansonsten, Gammelfleisch muss auf jeden Fall noch mit. Da oben müssen wir eh hoch. Jo. Ansonsten ist hier auch nichts. Die prügeln sich hier unten wieder rein. Okay. Wow. Gut, haben wir hier noch ein Ei? Nö. Gut, 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 gut. Wir müssen hier runter. Aber es ist nur der Ausgang hier, ne? Würde ich schon fast behaupten. Sind wir hier nicht mal gestorben? Irgendwie sowas war das mal, ne? Na. Ich glaube, da war mal sowas in dieser... Die meinte ich hier, diese schönen Aktenschränke bei uns im Haus letztens. Die können wir irgendwie nicht selber bauen. Ja, hallo, der Boss persönlich. Und mehr Bosse hier? So, Moment, wir gehen doch gleich rein. Ich muss mich auch mal hier im Lukus umgucken. My senses have picked up something. Nicht, dass ja noch einer mit Sitzung uns von hinten überfällt. Das muss doch nicht sein. Ob hier kann es behalten. Gut, 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 gut. Und hier? Leeres Gläschen, ja, warum nicht? Und nochmal, und nochmal. Dreimal leeres Gläschen. So, hier ist nichts. Bücherregale auch alle leer. Stuhl brauchen wir nicht. Da werden wir definitiv reingucken. Irgendeiner klatscht hier schon wieder an der Wand rum. Ist nicht zu überhören. Du wurdest gefälligst, bist du dran, Biesmädch.
Ist zumindest sehr, sehr nah hier. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Ja, ist direkt hinter. Ademor. Ist Beton? Echt? Bücherregal aus Beton. Na, Lady. So, den können wir jetzt hier mal aufmachen. Den machen wir eben nochmal auf. So, mal so langsam. Mach auf die Hütte. Danke. Jo, das nehmen wir mit. Okay, okay. Warte mal. Die Angestellten, einmal die Sekretärin und ihr Mann. So, das haben wir schon. Das haben wir ebenfalls. Papier kannst behalten. Der ist schon offen. Das wirkt ein bisschen wie bei der Kripo, Alter. Die ganzen Beweisfotos. Gut, der ist nochmal. Nee. Ich sag ja, du. Das Spiel muss ganz dringend mal vorrangig optimiert werden. So, und ich glaube, hier haben wir mal das zeitliche gesegnet. Ja, machen wir jetzt. Damals sind wir hier unten geblieben. Das wollen wir jetzt natürlich nicht nochmal. Und ich glaube, hier kommen so einige. Na. Abflug. Du auch, Mensch. Da war noch einer. Bitte. Du machst auch einen Abflug. Genau hier, du. Wir wollen doch hier nicht die guten Qualitätsstühle verkommen lassen. Gerade so. Sand kannst behalten, aber immerhin nehme ich ein Döschen mit. Hier ist noch. Die nehmen wir mit. Der Rest kann von mir jetzt drinnen bleiben. Das Döschen muss noch mit. Hier ist sonst aber wohl nichts. Ah, hier fehlt noch ein PC. Wir scheinen noch nicht aufgebaut. Aber ansonsten ist ja wohl nichts. Alles klar. So, den loopen wir ihn natürlich nochmal. Die nehmen wir jetzt auch mit. Da geht's gleich raus. Ich glaube, hier wurde die Hauptloot, ne? Jo. So, Wortimor. Erstmal der Weg. Die Weg. Runi befragen. Den kommt das hier erstmal alles drin. Erstmal Platz schaffen. Ich kann es zerlegen, mein Freund. Hört sich auch so an, als komme ich wieder Zombie besucht. Die brauchen wir nicht. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal nach Ruhe. Alles durchlooten. Ich sag doch, wir kriegen Zombie-Besuch. Weiß zwar nicht, wo die Herrschaften sind, aber die werden hier wohl gleich auftauchen. Und die können wir mal benutzen. Ein paar Kratzer haben wir abgekriegt. So, das kannst du behalten. Ich glaube, die knüppeln sich gerade unten durch die Tür. Oh, verkohltes Wildbret. Ja, auf, dass wir durchkriegen. Komm, drückst du rein, du bist so ein Tier, mein Freund. Sehr schön. Und dann nochmal hier drin. Haben wir schön. Oh, die 6. Batterie ist gut. Es kommt mit. Hier gucken wir nochmal. Naja, zumindest den können wir mitnehmen, ne? Stuhl muss mit. So, die können wir auch nicht immer gebrauchen. Beton nehmen wir auch mal mit. Und mach da mal nicht so eine Rendorle da unten, mein Freund. Ich bin hier beschäftigt mit Looten. Das geht vor. Du kommst schon noch dran. Immer mit der Ruhe. Also dadurch, dass der Sound gerade so rumwagt, kriege ich nicht mit, wenn der Dietrich abbricht. So, das kommt mit. Die können wir kaufen. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Das haben wir schon. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, die knüppeln da unten gegen die Tür oder so. So, das nehmen wir mal mit. Schöner Dellen-Laptop. Das kannst du behalten. My senses yep. Have picked up something. Aber der PC kann auch nichts dafür, wenn du zu bist, bis Weg zu finden, Mensch. Hier, bleib liegen. So, das hatten wir alles. Und hier geht's, glaube ich, einfach nur raus. Ah, hier kommen wir.
Ja, hier kommen wir aber noch raus. Wir gehen aber vorne raus, das sieht auch unser Bobbit. Die hätten wir auch einfach Tür aufmachen können. Gut, gut, gut. Sind doch ganz gut durchgekommen. Da kann man sich doch nicht beschweren, Mensch. Hat doch wunderbar geklappt. Gut, ich meine, abgeben können wir sie noch nicht. Das ist klar. Hier ist nichts. Aber das Gebäude, ich frage mich echt, warum hier die Quest anzunehmen ist. Übrigens war der da, wo wir die Quest angenommen haben. Jetzt ist er wieder weg. Das ist schon ganz komisch. Wenn hier der Eingang ist, ich glaube, das Gebäude ist irgendwie noch nicht so ganz fertig. Du. Aber ist nicht schlimm. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich werde es abgeben, können wir auch am nächsten Tag. Sofern wir den Weg herausfinden. Die Stadt ist eben... Ich verform mich hier jedes Mal. So, auf jeden Fall irgendwo hier lang. Haben wir eine Ehrenrunde gedreht, ne? Hier durch, ne? Hier müssen wir doch rauskommen, oder? Ich glaube ja. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir sind auch einfach zu dicht neben der Stadt. Dadurch gibt es halt auch diese Performance-Problemchen. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal in der A20 irgendwie einen Ort suchen, der nicht nur gerade ist, sondern auch ein bisschen weiter von der City weg ist. Natürlich am Anfang des Spiels ein bisschen scheiße wegen Looten und so. Aber auf lange Sicht gesehen ist dort wahrscheinlich besser. So, wir haben alle sind Drohne drin. Dann räumen wir hier jetzt mal eine Ruhe weg. Ich glaube, so fies ist er eh nicht. So, Drohne, bist du da oder bist du oben hängen geblieben? Drohne ist oben hängen geblieben, ne? Komm, Drohne, wo gerade sagen, du portest dich sonst auch durch die Tür. Genau. Den googeln wir mal, den googeln wir mal. Im Essen bleibt hier eh drin, das kommt alles runter. Das kommt hier drin, das kommt hier drin, das. Das auf jeden Fall. Das Bierchen und das Fleisch. So, das Wasser. Das kommt hier gleich rein. Sehr schön. Kaffee hatten wir auch. Dann haben wir noch ein bisschen Bier. Wir haben trübes Wasser. Und wir haben natürlich auch leere Gläser. Die können hier auch gleich rein. Die können wir nochmal zerschreddern. Und ansonsten das Gammelfleisch und das Ei. Rinder. Was ist denn das für eine Ordnung hier? Das ist schöne Ei noch. Und ansonsten haben wir nichts mehr für diese Etage hier, ne? Nee, dann geht's mal runter. So, Drohne, Trab an. Genau, genau. So, warte, wir holen jetzt alles raus, bis auf das Essen. Zack, warte mal. Essen geht wieder drin. Gut, auf jeden Fall Mechanical Parts, Batterie und so weiter und so fort. Hier, Batterie, die kommen hier drin. Die Mechanical Parts kommen hier mit drin. Dann haben wir noch ein bisschen Beton. Alles klar, die Mods, die können da drin. Hier, das drin. Haben wir noch eine Mod? Ich glaube, ja, wir hatten... Ja. So, Claybore. Kommt natürlich da, wo auch die Knochen reinkommen. Ein bisschen Stoff und Leder. So, das geht gleich im Verkauf. Das geht im Verkauf. Geraubenschrot haben wir hier, ne? Eyo. Das kommt eine Etage niedriger. Das geht hier gleich bei der Muni rein. Das ist gute Kunststoff. Darin. Hier, da kommen die Röhrchen rein. Hier, das sind Waffenteile. Zack. Zeitzünder und so. Ich weiß gar nicht, wo ich das hab, du. Wenn die Trott kommt runter, das kommt bei der Muni mit drin. Das kommt ganz runter, das kommt ganz runter. Die Trott kommt eine runter, das ganz runter. Cobblestone muss noch hier rein. Sehr schön. Ich muss mal was googeln. Wo ich da hatte. Hier, ne? Sprengstoff, ne? Jo. So, auf jeden Fall die 44er, die kommt hier mit drin. Und die überschüssige Schrautmuni natürlich hier. Wunderbar.
So, und die Draht und das haben wir, glaube ich, eine Etage niedriger. Jo, und die Draht. Zack. Und die Kohle hatten wir hier auch, ne? Jo. Das kommt eh ganz runter. Das geht gleich im Verkauf. Und hier kommt doch, glaube ich, auch genau die erste Hilfe für Mann rein. Sehr schön. Drohne ist leer. Den haben wir auch wieder so gut wie alles weggeräumt. Den Poster doch. Den kommen hier noch das gute Eisen rein. Sehr schön. Wir haben eine Blei, hatten wir gar nicht, ne? Doch. Ein Fitzelchen Blei und ein Fitzelchen Messing. Sehr schön. Die anderen suchen, wie viele Reparaturkits haben wir? Muss ich eh nochmal mehr machen. Hier. Kommen da draußen in den Verkauf selbstverständlich. Sehr schön, sehr schön. Wenn die Händler aufmachen, können wir die Quersen abgeben. Ich meine, da wird es jetzt nicht den Brüller geben. Es war nur eine Dreier, aber es war immerhin mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Das muss natürlich auch mal sein. Gut, gut. Hau rein. Ist noch was zum Reparieren? Wir haben noch 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Reparaturkits unbedingt müssen gemacht werden. Unbedingt. So, die Sachen kommen gleich wieder rein. Das verkaufen wir denen später, wenn die Kiste wieder voll ist. So lohnt sich das natürlich nicht. So, das rein, das rein, das rein, das rein. Wie denn? Da, gerade sagen. Einmal sortieren. Und Biesel haben wir schon wieder. Da kommen noch ein paar Mods drin. Wunderbar. Gut, jetzt sind wir vor heute aber auch erstmal wieder am Ende. Wie gesagt, das war jetzt nur zur Abwechslung. Kleinigkeiten haben wir hier noch zu tun. Außerdem muss die Munde hier erstmal durchlaufen. Ich will beim Dachboy, dass wir hier endlich weiterkommen und in die Richtung weiterkommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.